heute ist es mal wieder soweit. Ich freue mich wahnsinnig drauf, nochmal einen neuen Talk mit der SAS Foundation Saarländer, Helfen Saarländer, mit diesem neuen tollen Projekt, das man vor 2, 3 Monaten begonnen hat. Die emotionale Globalisierung im Kontext mit virtuellen Saarlandbüros, alles tolle Begrifflichkeiten. Letztendlich geht es darum, zu netzwerken, die Mentalität des Saarländers voll auszuspielen, nämlich immer hilfreich und gut zu sein. Und heute, da wird es ganz spannend, denn ich habe nicht nur Herrn Michael Harz bei mir, sondern, und ich hole mal alle rein, noch zwei Saarländer, die jetzt wirklich weit um die Ecke gezogen sind. Das ist Frederik Weber und Dennis Porger, denn man hat es verschlagen nach Shanghai. Und die Umgebung, da kommen wir gleich drauf, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber Sie werden mir es gleich sagen. Also, da kommen Sie jetzt mit der Saarbahn nicht hin, das ist unheimlich weit. Wir freuen uns auch, dass dieses saarländische Netzwerk, wir wollen ja in alle UN-Staaten uns ausbreiten, Herr Harz, stimmt's? Genau, 193 UN-Staaten haben wir und das ist das große Ziel, in jedem UN-Staat ein virtuelles Saarlandbüro zu etablieren. Okay, dann freut es uns jetzt, dass wir heute in China sind und dass das so, so gut klappt. Herr Weber, Sie sind direkt in Shanghai, oder? Okay, dann frage ich mal, Herr Weber scheint eingefroren. Herr Porger, sind Sie bei uns? Ne, da ist er jetzt, da eben, jetzt bin ich da. Meine Herren, guten Abend, hören Sie mich? Hallo, guten Abend. Sehr gut hören. Guten Abend. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ich hatte jetzt schon Angst, die Internetleitung hält uns 4 starke Saarländer gar nicht aus. Das wäre traurig gewesen. Deshalb nochmal eine Frage, Herr Weber, Sie sind direkt in Shanghai, oder? Herr Weber? Herr Porger? Herr Porger und ich sind in einer Nachbarstadt von Shanghai in Suzhou, 70 Kilometer entfernt von Shanghai. Okay, das ist hübsch. So, und dann, viele haben ja überhaupt keine Vorstellung, was Großstädte sind oder was Metropolen sind. Wie viele Einwohner zählt man denn so in Shanghai und Umgebung? Ja, das sind für saarländische Verhältnisse natürlich große Zahlen, mit denen wir dann hier arbeiten. Also Shanghai hat so schätzungsweise 25 Millionen Einwohner und Suzhou ist da die kleine Nachbarstadt. Sie zählt nur 6 Millionen Einwohner. Das passt ja dann gut zur Großstadt Saarbrücken. Ja, das ist auch immer ein schöner Vergleich, wenn man bedenkt, dass das Shanghai von der Fläche eigentlich doppelt so groß ist wie Saarland und halt 30 Millionen Einwohner hat. Ja, da kann man sich so vorstellen. Also überall, wo sie stehen, stehen noch 15 Leute neben ihnen in Saarbrücken. Ah, okay. Das ist dann doch Saarbahn. Gut. Nee, aber Sie sagen zweimal größer als das Saarland. Das ist immer noch besser, als wenn wir mit jedem Ölfleck verglichen werden. Das ist ein Ölfleck so groß wie das Saarland. Das lasse ich mir dann im Kontext mit Shanghai gefallen. Das ist wirklich toll. Jetzt machen Sie beide noch einen sehr jungen, dynamischen Eindruck. Kommen wir vielleicht mal drauf, was verschlagt denn den heimatbezogenen Saarländer nach Shanghai oder nach China? Wer möchte denn anfangen? Herr Porger, Sie? Ja, gerne. Also mein erster Kontakt mit China hatte ich eigentlich 2009, als ich bei dem eigentlich schon Traditionsunternehmen Hüter gearbeitete, wo ich zur Tochterfirma nach Shanghai entsendet wurde, um dort Produktion aufzubauen. Das heißt, meine Historie mit China hat 2009 begonnen, wo ich dann bis 2012 meine erste Arbeitsstätte begleitete.
Und danach bin ich nochmal zurück ins Saarland von 2012 bis 2015. Und in 2015, als dieser dramatische Brand der Speichertechnik war, da war ich auch gerade in Shanghai und habe die Speichertechnik bei Hydac China aufgebaut. Und was halt auch ein sehr großer Erfolg war für Hydac, dass wir da noch lieferfähig waren. Und dann bin ich halt bis 2019 bei Hydac geblieben und habe danach zu meinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt, der ist in der Automotive-Industrie und ist aber auch ein deutsches Familienunternehmen, nur leider nicht mehr lokalisiert im Saarland, sondern in Münster. Auch gut katholisch, das passt dann halt. Genau. ganz gut zu uns. Und das ist jetzt Ihre große Leidenschaft, China generell? Ja, wie ich mit meinem führenden Arbeitgeber nach China kam, war ich entsendet. Und mir hat es in dieser ganzen Zeit so gut gefallen, ich habe mich so heimisch gefühlt in China, dass ich jetzt in ein lokales Arbeitsverhältnis gewechselt bin und halt auch aus Deutschland eigentlich ausgewandert bin. Habe aber noch in Deutschland alle Wurzeln und im Saarland alle Wurzeln, Familien und Freunde natürlich behalten. Da diese Wurzeln schneidet der Saarländer ja nie ab. Richtig, da haben Sie recht, das ist ganz hübsch. Herr Weber, Sie sind von Hause aus Sinologe, das gefällt mir eigentlich immer so gut, weil Sie sind jetzt der Zweite, den ich kenne, der das studiert hat. Das ist, ist ja eigentlich ein Orchideenfach, oder? So viele studieren das nicht. Und was treibt einen dann auch direkt nach China? Ja, als ich das Studium begonnen habe im Jahr 2004, war Chinesisch tatsächlich noch ein Orchideenfach. Es war nicht zulassungsbeschränkt. Es gab keinen Numerus Clausus auf das Studienfach. Allerdings hat sich das geändert während meines Studiums. Tatsächlich wurde dann der Andrang und die Nachfrage auf die Studienplätze so groß, dass nach und nach ein immer höherer Numerus Clausus angesetzt worden ist tatsächlich. Und als ich 2004 das Studium begonnen habe, hieß es noch, China, der Markt der Zukunft, das, was du studierst, das wird später mal ganz wichtig sein. Aber den Satz, der Markt der Zukunft, den habe ich in den letzten Jahren immer seltener gehört und zuletzt gar nicht mehr. Die Zukunft ist schon da. China ist ganz vorne mit dabei. Das sehe ich auch so. Also nicht nur von der chinesischen Kultur hat man ja schon immer geschwärmt und war fasziniert, auch schon, was früher an Wissenschaft und so weiter, an kulturellen Blüten war, aber ich bin mittlerweile bei Ihnen. Also ich gestehe es, dass ich als leidenschaftlicher 360-Grad-Videoproducer, also meine Kameras kommen alle aus China, weil ich kein deutsches Unternehmen kenne, das annähernd Software und Technologie hätte, für das Thema zu bewältigen. Also dahingehend gebe ich Ihnen recht, das sind schon viele Bereiche, wo wir auch partizipieren, indem wir halt diese Produkte denn auch bekommen. Sprechen Sie beide Chinesisch? Das ist auch jetzt eine Blödfrage, weil eine chinesische Sprache, habe ich mir sagen lassen, gibt es ja gar nicht. Ja. Aber Sie sprechen Mandarin? Also ich von meiner Seite. Also ich habe die Sprache während meines Studiums gelernt. Okay, dann fangen wir an. Herr Weber, fangen Sie an und dann Herr Borger. Sonst irgendwie, wir haben, glaube ich, immer so eine kleine Latenz. Das ist das viele Wasser zwischen uns. Ja, also wie wir schon gesprochen haben, ich habe China-Wissenschaft studiert. Teil des Studiums ist dann auch die Sprache. Und da habe ich als junger Mann sehr viel Zeit drauf verwandt, diese Sprache zu lesen, zu schreiben. Da bin ich sehr dankbar drum, dass ich das als junger Mann schon gemacht habe und mit dieser Vorbereitung hier nach China gekommen bin.
später, wenn man im Beruf steht und sich dann an die Arbeit mit Chinesisch zu lernen, stellt man wahrscheinlich sehr schnell fest, dass man dafür, um das ordentlich zu machen, fließen zu können, sehr viel Zeit braucht. Und das hat man dann natürlich später als Berufstätiger, als Familienvater dann leicht. Okay, Herr Porger, wie war das bei Ihnen? Ich habe leider noch nicht so früh meine Leidenschaft für China entdeckt und habe diese Zeit als junger Mann anders genutzt, als chinesische Zeichen zu lernen. Aber ich habe, seit ich in China bin, habe ich mein chinesisches Sprachniveau auf normale Konversation eigentlich erweitert. Also ich komme schon alleine klar, kann ein Zugticket kaufen oder einkaufen. Also das normale soziale Leben auch mit den Leuten über die täglichen Sachen reden ist kein Problem. Ich habe halt mich rein aufs Sprechen fokussiert und habe halt nicht die Zeit gefunden oder mir nicht die Zeit genommen, die Schriftzeichen zu lernen. Aber da wir ja in einem Technologiejahrhundert leben, hilft mir die Software da auch sehr viel, was an dem chinesischen WhatsApp, was hier WeChat heißt, simultan übersetzt. Und Google ist da auch fantastisch. Da kann man Texte mit Kamera live direkt übersetzen und das ist eigentlich fantastisch. Aber ich muss gestehen, jetzt wo ich mich dazu entschieden habe, permanent in China zu bleiben, muss ich mich ja auch nochmal hinsetzen. Und ich stimme da dem Herrn Weber 100% zu, dass es im Business besser ist, wenn man als zumindest mal meetingtechnisch sprachgewandt ist. Und da muss ich mich noch ein bisschen hinsetzen und das dazu erweitern. Ist es aber nicht so, ich glaube, jeder, der in Deutschland ist und weiß, was international in Shanghai als großes Zentrum alles abläuft, dass man sagt, die reden sowieso alle Englisch. Es bedarf jetzt der chinesischen Sprache nicht unbedingt, oder ist das ein Vorurteil? Es kommt drauf an, was man will. Also Straßenschilder und sowas sind, sage ich mal, zu 90% alle auch auf unseren Schriftzeichen übersetzt. Aber es gibt hier viele Leute, die nicht ein Wort Chinesisch sprechen und 10, 15 Jahre in China leben. Das funktioniert auch. Man muss unterscheiden. Die junge Generation, die hatten alle Englisch in der Schule. Und Englisch ist hier die meistgelernte Sprache. Mit den älteren Generationen hat man so ein bisschen Probleme, wo halt null Englisch da ist. Aber alles, was so jung ist wie wir, ich sag mal so zwischen 30 und 40 und jünger, die sprechen schon großenteils Englisch. Ja, das ist okay. Das war jetzt zu spät, das Aufbäumen. Das. Das war die Latenz, Herr Vogler. Also, Entschuldigung, ja, das ist innerhalb von Saarbrücken ist die wirklich immens, die Latenz. Ja, das heißt aber auf der anderen Seite, Herr Weber, und ich kann es nachvollziehen, was der Herr Porger jetzt gesagt hat. Das heißt, wenn man so am kulturellen, sozialen Leben teilnehmen will, ist es eigentlich am besten, man spricht auch Chinesisch, wenn man vor Ort lebt. Also wenn man nicht so in der Businessblase verhaftet sein will und immer nur mit denen sprechen will, die gerade dann jobbedingt Englisch reden. Ja, sehen Sie das auch so oder liege ich da falsch? Nee, es ist tatsächlich so, die allerwenigsten, sagen wir mal, Deutschen, Berufstätigen, die hier nach China kommen, sprechen tatsächlich Chinesisch. Und man kann aber heutzutage tatsächlich sein Leben hier in China ganz gut bestreiten, ohne Chinesisch zu können. Aber für mich ist es schon besonders spannend, dann halt mit den Menschen auf der Straße, mit dem Taxi, mit dem Wachmann am Tor mich zu unterhalten, dann lernt man das Land und die Leute noch besser kennen und das bleibt dann natürlich dann den Menschen, den Ausländern verwehrt, die kein Chinesisch sprechen. Was Herr Borger vorhin sagte, die technische Unterstützung, die man heute bekommt, einfach mit einem Handy, was sofort übersetzen kann, das ist natürlich sagenhaft. Als ich das Studium begonnen hatte, haben wir noch einen Schein machen müssen in der Benutzung eines Lexikons, Buchs,
Und weil das Benutzen eines chinesischen Wörterbuchs natürlich besonders ist, was besonders schwierig ist. Deswegen hatten wir das noch mal gelernt, aber das ist natürlich heute nicht mehr notwendig und klingt heutzutage wieder schon zurück, was man vor nicht gar nicht allzu langer Zeit noch mit Klimmzüge machen musste, um im Chinesisch voranzukommen. Das ist natürlich heute sehr viel leichter. Ja. Herr Borger, Sie sind im produzierenden Gewerbe, wenn man das jetzt so hört, in einem sehr spannenden Bereich. Was jetzt mal interessant ist, wie ist es denn so mit den Arbeitszeiten in China? Haben Sie das bei sich im Betrieb? Sie vertreten ja ein deutsches Unternehmen. Ist das 1:1 geregelt oder sagen Sie, man kommt eigentlich nur voran, wenn man sich an verschiedene Gegebenheiten anpasst? Haben Sie also die Arbeitswelt komplett umstrukturieren müssen? Jedes Land hat ja so seine Eigenheiten, wenn man irgendwo arbeitet. Sagen wir mal, die Spanier arbeiten lieber zu anderen Zeiten, als wir das bei uns tun oder so. Oder sagen Sie, wir laufen komplett im deutschen System? Nein, also es gibt ja immer das Vorurteil, dass die Chinesen rund um die Uhr 24/7 arbeiten und das ist einfach nicht so. Wir haben ganz humane Arbeitszeiten bei beiden Firmen, die ich jetzt in China gearbeitet hatte. Wir fangen morgens um 8:30 an und hören um 5 Uhr auf. Überstunden sind auch wie in Deutschland geregelt. Das heißt, man hat ein gewisses Quantum, was die Firma akzeptiert und die Gewerkschaft. In rein lokalen Unternehmen kann sich das natürlich ein bisschen ändern, aber das Arbeitsrecht hat in den letzten 10 Jahren in China riesige Fortschritte gemacht und wir sind da nicht weit hinter Deutschland. Ich will noch nicht mal sagen, dass wir hinter Deutschland weit sind in dem Arbeitsrecht von wegen. Aber wir haben sehr stark aufgeholt und es ist für mein Empfinden fair und sehr human, die Arbeitswelt. Und die Leute sind auch sehr gut ausgebildet. Und also man muss sich ein bisschen auf die kulturellen Gegebenheiten, das Verständnis der Leute, wie verhält man sich mit Kritik, wie muss man kommunizieren, da ein bisschen drauf anstellen, dass ja jede Kultur ein bisschen anders. Da darf man auch nicht so offen und direkt sein, wie wir das auch mal gerne sind, und muss dann eher ein bisschen den Weg hintenrum gehen. Aber von der Arbeitszeit und der Arbeitsbeschaffenheit in China sehe ich keine großen Unterschiede zu Deutschland. Okay. Jetzt, Herr Weber, Sie sind ja in einer ganz anderen Branche. Sie sind in der Chemiebranche unterwegs. Gelten da andere Gesetzmäßigkeiten oder was ist jetzt die Faszination und der Reiz des Jobs, den Sie jetzt da machen? Was ist da der Unterschied? Oder haben Sie auch keinen Unterschied zu dem, wenn Sie jetzt in Deutschland arbeiten würden? Nee, von den Arbeitszeiten sehe ich da keinen Unterschied, wohl aber einen Unterschied in der Reaktionszeit. Also wenn der Kunde ein Problem hat, gilt für den auch keine Arbeitszeit. Vor allem ist man sehr häufig mit den Kunden über WeChat, über dieses Chatprogramm analog zu WhatsApp verbunden, so dass dann halt auch in ungewöhnlichen Zeiten Anfragen reinkommen können und gleichzeitig werden dann aber auch die Antworten und die Reaktionen dann halt erwartet. Da glaube ich, gibt es einen Unterschied in Deutschland. Gut, zumal wenn Sie dann jetzt auch mit Deutschland hin und her, Sie sind jetzt, glaube ich, 6 Stunden vor uns, ja, also vor der Saarbrücker Zeit, mag da in den Grenzen außerhalb des Saarlandes eine andere Zeit geben, ist vollkommen wurscht, aber Sie sind 6 Stunden vor uns. Das heißt, wenn Sie immer noch so engen Kontakt zu Europa haben, ist es ja doch ein Problem, dass Sie jetzt auch einfach nicht sagen können, so, Sie sagten 17 Uhr, wir lassen den Löffel fallen, das war's. Wie oft kommt das vor, dass man auch noch in der Nacht mit putzmunteren Deutschen spricht, die gerade ihren Mittagspausenlöffel aus der Hand gelegt haben? Nee, es ist tatsächlich so, diese Zeitverschiebung führt dann dazu, dass wenn man zu chinesischer Zeit schon auf den Feierabend zugeht, tatsächlich dann erst die
die munter werden und dass dann kurz vor Ende doch noch auf einmal die E-Mails und die Anrufe aus Deutschland reinkommen. Wenn man da auf so einer Schnittstellenposition sitzt, ist man dann natürlich dann auch noch am Abend gefragt. Das kommt regelmäßig vor, ja. Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das allerdings immer nur mit USA und da war es dann meistens New York und die sind 6 Stunden hinter uns. Und da klingelt es dann auch mal um Mitternacht und so. Ich habe gerade ein Stück Kuchen und Kaffee gekauft. Das ist alles hübsch. Herr Harz, wir nehmen Sie mal nochmal mit ins Gespräch, obwohl das mit den beiden Herren jetzt sehr spannend ist. Shanghai ist ja ein Teilbereich. China ist das oft, was bei der SAS Foundation aufschlägt. Haben wir da viele Saarländer, die jetzt in China unterwegs sind oder umgekehrt Saarländer, die zu Ihnen sagen, Mensch Herr Harz, wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Wir täten ganz unheimlich gerne dufte Dinge in China tun. Ja, also das sieht so aus. Ich hatte jetzt auch vor 2, 3 Tagen Kontakt mit einem Herrn Fuhrmann. Das ist auch ein Saarländer in Shanghai. Ich weiß gar nicht, ob die beiden den schon kennen. Das ist ein ganz neuer Kontakt. Und der Herr Armin Fuhrmann, der meinte, also er ist jetzt auch hier direkt in Shanghai. Er schätzt, aber das ist eine Schätzung jetzt von ihm, dass so zwischen 50 bis 150 Saarländer in diesem Großraum sind. Gut, könnte ja sein. Und das ist natürlich für uns eine ganz tolle Basis, um mit dieser Zielgruppe dann weiterzuarbeiten. Aber wir haben ja jetzt nicht nur als Zielgruppe, dass wir sagen, wir suchen die Saarländer direkt, sondern wir suchen auch die Freunde des Saarlandes. Also jeder, der das Saarland kennt und mag, mal hier gewesen ist und jetzt in Shanghai oder Suzhou ist, der ist eingeladen. Auch ganz wichtig, dass jetzt Freunde von Frederik Weber und Dennis Porger quasi auch deren persönliches Netzwerk eingebunden werden. Und wir nicht nur jetzt auf die Saarländer gehen, sondern auch auf das persönliche Netzwerk der Saarländer und das mit einbeziehen, sodass dadurch, durch diese Netzwerkgedanke dann auch, ich sag mal, direkte, ich sag mal, Kontakte zu den Chinesen ja dann möglich sind, weil das Netzwerk das hergibt, aber auch vielleicht andere Nationalitäten, die in Shanghai sind. Und das macht es eine bunte Mischung und jedes Saarlandbüro kann ja dann auch sein eigenes Thema setzen. Ja, also da ist der Frederik Weber und der Dennis Porger jetzt völlig frei zu sagen, wir überlegen uns mal, was wir hier gerne machen möchten. Wir sind ja jetzt auch relativ frisch zusammengekommen und das entwickeln wir gemeinsam. Und wenn da eine Idee ist, dann versucht mal in der Gruppe die Idee zu diskutieren. Wenn man dafür Mitstreiter bekommt, vielleicht sogar Sponsoren, kann aus der Idee mehr werden. Aber das ist eigentlich unsere Motivation als Stiftung zu sagen, wir wollen quasi mit den Leuten Themen diskutieren aus allen Bereichen, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, um da dann auch für das Saarland Themen zu generieren und so eine Brücke zu schlagen. Ich habe jetzt eben direkt nochmal die Kamera zurückgeholt, weil irgendwer da Ups gemacht hat, als Sie gesagt haben, es gibt 150 Saarländer im Großraum Shanghai. Ich sage Ihnen ja, es gibt mehr Saarländer außerhalb des Saarlandes, als im Saarland überhaupt noch wohnen. Ja, also deshalb würde mich das jetzt nicht überraschen. Wer war denn jetzt so überrascht, dass es so viele Saarländer im Raum Shanghai geben soll? Herr Porger, waren Sie das oder war es der Herr Weber? Ich war überrascht, ich habe aber nicht Ups gesagt. Ah, okay. Weil okay. In meiner ganzen Zeit, in den 10 Jahren, wo ich hier bin, habe ich insgesamt 6 kennengelernt und 5 jetzt in diesem Jahr durch den Herrn Weber, ja. Okay. Ja, vielleicht, Herr Bugler, muss ich noch auch dazu sagen, also der Herr Fuhr, der kennt halt, oder ist mit ZF-Getriebe hier in Saarbrücken auch verbunden oder mit dem Konzern ZF. Und da sagt er, wären wohl auch viele Saarländer, hätten eine Anbindung über ZF und zu ihm. Und er hat also verschiedene deutsche Firmen, wo er sagt, diese deutsche Firmen mit den Saarländern sind hier auch in Shanghai. Und deswegen kommt wohl diese Zahl zustande. Wie gesagt, ich habe sie jetzt nicht verifiziert. Ich hoffe nur inständig, dass der Armin Fuhr, dass er da richtig liegt. Ne? Ja. Gut. Und ich hoffe inständig. Auch. Und wir werden unser Bestes tun, das rauszufinden und die Gruppe groß zu machen.
Ja, aber wir hoffen natürlich inständig, nachdem der Harz jetzt fünfmal ZF gesagt hat, dass der Werbeblock dann dementsprechend jetzt eingestellt wird. Sonst nennen wir alle anderen Firmen, nennen wir dann auch noch. Ne? Ich glaube, wir haben auch gute Connections, habe ich ja im Moment gar nicht auf dem Schirm, zur Universität in Shanghai. Ich glaube, da hatten wir eins, zwei saarländische Professoren, die da in Shanghai waren. Ich weiß, dass ein Kollege vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, glaube ich, 10 oder 12 Jahre in Shanghai war und dort im KI-Bereich geforscht hat, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, das müsste man nochmal recherchieren, wer da im Moment da ist, dass sie dann auch eventuell auch noch die Möglichkeit hätten, so in diesen wissenschaftlichen Bereich denn halt reinzugehen. Und das ist ja dann auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Haben Sie eigentlich jetzt schon, Sie fangen frisch an mit dem virtuellen Saarland-Büro, im Gegensatz zu anderen, wir hatten ja schon mit Brasilien, der kämpft da alleine für sich, macht das aber als ehemaliger Overdaler mit Grandezza. Ja, wie sich das gehört. Haben Sie jetzt schon mal irgendwie so eine Geschichte, wo Sie sagen, das ist ein zartes Pflänzchen und das wollen wir jetzt mal ein bisschen ausrollen? Wie stellen Sie sich das vor? So gefühlt, als Sie enthusiastisch gesagt haben, Schaka, wir machen das. Herr Weber. Ja, angefangen hat die Geschichte des Saarland-Büros Suzhou bei einem gemeinsamen Schwenkabend. Also Herr Borger hat in Eigenregie einen Schwenkgrill herstellen lassen und gemeinsam mit, außer uns beiden, waren dann noch, lass uns das noch durchzählen, mit den Ehefrauen zusammen noch drei weitere Saarländer an dem Abend zusammen. Und unsere Idee jetzt zunächst mal tatsächlich zu sichten, auch in Shanghai, wer aus dem Saarland und wer mit dem Saarland verbunden noch hier verfügbar ist. Zunächst mal die Gruppe zusammenzustellen. Also wir hier in Suzhou, wie gesagt, als kleiner Vorort von Shanghai. Wir sind schon stolz darauf, dass wir die kleine Gruppe zusammen haben. Aber wir wollen noch die Fühler ausstrecken nach Shanghai. Dort gibt es einen Saarlandbotschafter. Da wollen wir jetzt mal schauen, welche Strukturen mit dem Saarlandbotschafter und das SK in den vergangenen Jahren schon zusammengestellt hat, um dann die Kräfte zu bündeln und dann den nächsten gemeinsamen Schritt zu machen. Zumal das halt schwer ist, sag ich, bei der Masse der Menschen, die da leben, kann man ja auch nicht einfach mal sagen, jetzt recherchiere mal bei einem Telefonbuch Shanghai, wer heißt Backes, Derebeja und Hans und ist da unterwegs. Aber jetzt muss ich ja doch mal, so Autoindustrie verleitet doch wirklich, Herr Porger, jetzt erzählen Sie mal, haben Sie den Hand gebaut? Jetzt hole ich Sie mal ganz groß rein, diesen Schwenker. Ehrlich gesagt, ich habe mal einen, wir nennen den Balkonschwenker, von Hand gebaut selber, weil ich dachte eigentlich, dass wir alle wohnen ja in Hochhäusern hier und dann haben wir so kleine Balkone, da passt halt so ein großer Schwenker nicht drauf. Und jetzt habe ich halt vom Bekannten einen wirklichen Schwenker bauen lassen mit 60 cm Grillfläche. Wir hatten auch etliche Konstruktionsbesprechungen, weil wir hier im Internet auch Rüppels kaufen können und sind zu einem sehr guten Ergebnis gelangt. Okay, aber Sie sind im saarländischen Prinzip, ich kenne doch einer, der hat es ganz treu geblieben, dass Sie sich den Großen haben bauen lassen. Wäre das jetzt ein Geschäftsmodell für so Big Enterprise Company, so Schwenker aufzumachen und ihn zu vertreiben? Balkonschwenker, wer hat das schon? Ehrlich gesagt hatte ich das 2011 gemacht. Ich hatte die hier produzieren lassen, wollte die ins Saarland exportieren, aber es war den Leuten einfach zu klein. Ich wollte es nach dem Motto machen, dass wir sagen, der Papa schwenkt, der Kleine hat auch einen. Aber das hat
nicht so funktioniert. Vielleicht war auch meine Marketinginitiative nicht groß genug gewesen. Aber es war eine witzige Sache. Aber Sie hatten genau recht. Ein richtiger Schwenker im Saarland wird ja nicht gekauft. Und so hat man es auch gemacht. Ich kenne jemanden, der kennt einen, der hat mir einen Gefallen getan. Und da bin ich dem saarländischen Regel treu geblieben. Okay, das heißt, produzieren Sie Schwenker weiter, Herr Hartz wird dafür sorgen, dass Sie die saarländischen Schwenkergewürze made im Saarland dann auch noch vertreiben können. Vielleicht wird das eine Win-Win-Situation als nächster Anstieg. Und wenn wir jetzt schon für saarländische Schwenker machen, dann brauchen wir natürlich auch einen Wollbräter und eine Wollpfanne. Das wird dann der große Hype. Wie kommen denn solche saarländisch kulturellen Aktivitäten, ich rede eigentlich gar nicht gerne über das Thema Schwenker, komme jetzt auch keiner mit Liona oder sonst irgendwas, ja, aber wenn Sie jetzt solche kulturellen Aktivitäten machen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn Sie so einen riesen Schwenker aufbauen, das ist nicht die tägliche Optik in Shanghai und Umgebung, wie wird das reflektiert, wird das wahrgenommen als wie wir es empfinden als Alleinstellungsmerkmal oder gehen die Leute vorbei und sagen, guck mal, da grillt einer. Meine Herren. Nee, es war ja tatsächlich so, wenn du dich erinnerst, ein chinesischer Nachbar ist vorbeigelaufen, hat sich gewundert, A, das Holz zum Grillen benutzen, das ist ungewöhnlich. Aha. Und Nummer zwei, natürlich, warum bewegt sich das Grillelement? Das ist die ewige Frage, die einem von nicht gestellt wird. Das ist tiefe Philosophie der Entspannung. Ja, das ist so drauf gucken, Flasche Bier in der Hand und warten, bis es fertig ist und über die Welt sinnieren. Das wäre ja dann die passende Antwort, oder? Aber ein kleines Detail am Rande für den richtigen Schwenkabend, den saarländischen Schwenkabend, braucht das entsprechende saarländische Bier. Und das ist inzwischen auch hier in China reichlich verfügbar. Über Online-Shopping, zwar nicht von unserer saarländischen Brauerei direkt, aber es ist im Internet verfügbar, auch nicht zu ökonomischen Preisen und wird am selben Tag noch geliefert. Also die Globalisierung hat in dem Zusammenhang auch schon zugeschlagen. Aha. Ist das das Bier, das mit K anfängt oder das Saarbrücker, das mit B anfängt? Nee, es ist das mit dem grünen Branding. Grünes Branding, okay. Ich gehe näher mal in den Keller gucken, und was. Okay, das K. Gut, das ist ja schon Wahnsinn. Sind das, wenn Sie solche Geschichten machen, würden Sie jetzt sagen, das würde mich jetzt noch so interkulturell interessieren, sind das so Momente, wo man auch nochmal soziale Kontakte knüpfen kann oder wo man denn sagen kann, man kann nochmal Menschen, die man kennenlernt, da Kontakte nochmal vertiefen, weil es ja eigentlich immer noch was Besonderes ist, nach Hause zum Essen eingeladen zu werden. Würden Sie sagen, das ist für Sie hilfreich oder sehen Sie das mehr so, Sie haben jetzt die Saarlandkommune, ich schicke Ihnen noch eine Fahne für den Vorgarten. Und Sie haben da jetzt so Ihre Kommune und man schwenkt unter sich. Herr Porger. Ja, also wir haben es jetzt gemacht. Wir können ja nicht so überall Feuer machen. Es ist auch so, dass in Shanghai-Zentrum und Suzhou-Zentrum Feuerwerk eigentlich komplett verboten ist wegen Brandgefahr. Und daher gibt es nur einen ausgewählten Compound, wo man wohnen kann, ausgewiesene Feuerstellen. Man ist dann halt in einem Wohncompound. Man kann sich das so vorstellen wie eine Hochhaussiedlung, wo dann so bis zu 20, 30 Hochhäuser in abgeschlossen zusammenstehen mit einer schönen Parkanlage. Und dort sind dann vereinzelt mal ein Grillplatz drin. Also ich habe in meinem Compound keinen. Der Kollege von uns, der ist auch der Einzige, den ich jetzt kenne, wo man offenes Feuer machen kann. Und das hindert das Ganze so ein bisschen. Aber wenn dann die chinesischen Bewohner vorbeigehen, die wundern sich dann schon, dass jemand halt mit schöner offener Flamme Holzfeuer kocht, grillt, schwenkt, sorry. Und in China wird das ja hauptsächlich mit Holzkohle und so kleinen Stationary Grills gemacht, ja. Mhm. Gut. Aber Sie kommen dann bestimmt nicht an Buchenholz, oder?
Doch, der Herr Weber hat besorgt. Im Internet gibt es alles hier. Okay, das nächste Mal bitte Bilder oder ein Video drehen und dann bringen wir das groß raus. Das ist schon toll. Nee, ich finde es aber auch klasse, wenn sich das da ein bisschen verbreitet. Jetzt ist ja für viele bestimmt das Thema China oder Shanghai so als Business Hotspot sehr spannend. Wollen Sie irgendwann mal so in der Zukunft sagen, wir machen auch gerne ein bisschen Coaching oder geben auch gerne mal Tipps, wenn jetzt irgendein Startup oder sonst irgendwer sagen will, ich will mal testen, sind so Geschäftsbeziehungen aufzubauen, was ja nicht einfach ist, was auch seine Zeit bedarf und in der Regel auch sehr kostenintensiv ist. Aber sagen Sie, warum nicht, wenn sich Saarländer bei uns melden, mal da ein paar Hilfestellungen zu geben. Und wenn es die beste Hilfestellung im Business ist, manchmal, wenn man sagt, lass es. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Könnten Sie sich das vorstellen oder sagen Sie, nee, wir wollen lieber so klassisches Netzwerken mit Menschen, die eigentlich schon da sehr aktiv sind? Herr Weber, wer möchte antworten? Nee, für die Saarländer, die noch im Saarland sind, aber sich darauf vorbereiten, auf die eine oder andere Weise nach China zu gehen, entweder selber oder mit ihrer Business-Idee, haben wir natürlich ein offenes Ohr. Ich bin jetzt schon 8. Jahr hier in China. Wie wir gehört haben, Herr Borge hat auch schon einige Jahre hier in China auf dem Buckel. Und da stehen wir natürlich gern zur Verfügung mit Fragen, die dann so aufkommen. Wie Sie schon richtig sagten, manchmal ist es auch ganz gut zu sagen, lass es, weil aus der Distanz stellt sich natürlich China ganz anders dar, als es tatsächlich ist. Und auch für solche Informationen, solche Ratschläge würden wir natürlich zur Verfügung stehen. Ja, das beruhigt mich, zumal auf der anderen Seite glaube ich, über das Thema IT-Innovationsgeschichten braucht eigentlich keiner mehr zu überlegen, ob er nach China geht, weil ich glaube, technologisch findet man dort eigentlich wirklich alles, was zu finden ist. Oder würden Sie jetzt sagen, auch produktionstechnisch, oder ich gehe mal Richtung Herrn Porker, also Industrie 4.0, da kann man immer noch Innovationen bringen oder sagen Sie, das haben wir im chinesischen Markt eigentlich alles schon? Ja, theoretisch ist natürlich alles da und wird auch lokal produziert. Aber hier im chinesischen Markt sind deutsche Sondermaschinenbauer auch sehr stark gefragt. Made in Germany ist halt wie in überall in der Welt ein starker Punkt. Und gerade wenn es um Automationstechnik und sowas geht, es ist halt auch, sind wir in Deutschland oder die deutsche Mittelstand recht stark, um solche innovativen Ideen umzusetzen. Daher ist es noch nicht zu spät, da irgendwas in China anzufangen mit einer guten Idee. Also wenn so ein bisschen rausgeht aus dem Standard-Automationsprozess, gibt es da immer noch Möglichkeiten und Nischen, die man hier realisieren kann. Das hört sich dann doch noch etwas hoffnungsvoll an, weil ich glaube, für das Internet der Dinge und alles, was da kommen wird, haben jetzt schon weltweit die meisten Patente die Amerikaner und die Chinesen. Also wenn man dann jetzt sieht, was aus unserer Ecke kommt, wird es halt dünn und mager. Wie ist das denn im Chemiebereich? Sagen Sie, da ist immer noch deutsche Technologie oder Entwicklung, Anwendungsgeschichten gut gefragt oder? Herr Weber, wie sieht es denn da aus? Ja, meine Firma ist derzeit dabei, in Shanghai ein neues Innovationszentrum aufzubauen, was in 1 bis 2 Jahren, 2 Jahren an den Start gehen wird. Also da sieht man genau diese Vernetzung. Auf der einen Seite das deutsche Know-how und die gewachsenen Strukturen, die den Rahmen bilden. Aber das Innovationszentrum wird in China aufgebaut und zum allergrößten Teil
mit chinesischen Mitarbeitern besetzt. Das heißt, auch was hier schon vorhanden ist an Know-how, wird noch weiterentwickelt werden. Und so geht die internationale deutsch-chinesische Zusammenarbeit weiter voran. Ja, das jetzt mal noch eine Frage, die hat Ihnen der Arzt bestimmt auch gerade gestellt. Hatten Sie schon mal den umgekehrten Weg, dass irgendjemand zu Ihnen kam und hat gesagt, toll, Sie beide sind Saarländer, das sieht man natürlich direkt, nee, kommt jetzt, dass jemand sagt, toll, Deutsche, wir würden gern Business oder Kulturaustausch oder so in Deutschland machen, könnten Sie da Ebenen bereiten oder ist das eigentlich eher selten der Fall, dass jetzt in Ihrem chinesischen oder im internationalen Umfeld, was Sie in Shanghai vorfinden, keiner direkt drüber nachdenkt, was er denn in Deutschland tun kann? Mir ist tatsächlich so, so eine Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, dass in diese Richtung von China nach Deutschland geht. Tatsächlich ist aber auch so, dass ich natürlich viel Kontakt nach Deutschland habe zu meinen Klassenkameraden, Studienkameraden und diese Richtung natürlich dann mehr gefragt wird oder erzähl mal, wie ist das in China? Das passiert sehr viel häufiger. Wie ist das im Automobilsektor? Könnte es da eher sein, dass mal ein chinesischer Ingenieur oder Teileproduzent oder irgendwas im E-Mobile-Bereich zu Ihnen kommt, Herr Porger, und sagt, wie wären denn unsere Chancen in Deutschland? Ich hatte das tatsächlich schon mal von einem sehr großen Waschmittelproduzenten aus China. Der hat aber leider nicht auf Saarland fokussiert, sondern eher in die Frankfurter Gegend. Ich nehme an, dass in Geografie das Saarland nicht so oft in China Erwähnung findet. Aber obwohl in chinesischen Schulen diese Elsass-Lothringen-Geschichte vom Saarland, das kennen die Leute also meistens, wenn ich davon erzähle. Aber von daher ist es mir einmal passiert, dass dann halt jemand auf mich zukam und sagte, wie ich die Chancen für ihn in China sehe und woran ich mich in Deutschland sehe, woran er sich wenden kann. Aber jetzt im Automobilbereich oder sowas ist mir das jetzt noch nicht passiert eigentlich. Zumal bei der Gelegenheit, wir haben ja auch ein eigenes Portal in Google Arts and Culture und als ich da diese eine Ausstellung Saarland, eine europäische Geschichte gemacht habe zu diesen beiden Volksabstimmungen 35, 55, hat mir also der Zahlenbarometer schon gesagt, das ist in China sehr stark gesehen worden. Diese Dinge bei Arts and Culture, kann ich Ihnen gerne mal den Link schicken, da kann man auch nochmal so schön saarländische Geschichte, es sind 31 Ausstellungen, 3000 Digitalisate und so weiter. Also da habe ich es dann schon mal gemerkt, da bin ich denn schon bei Ihnen, weil das Saarland ja da schon eine sehr eigene Geschichte hat im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Aber ich habe mir sagen lassen, wir wären jetzt flächentechnisch nicht unbedingt das Größte. Aber nichtsdestotrotz, hören sagen, ja, böse Unkenrufe, ja, die einen da denn doch tendenziell erreichen. Herr Harz, für Sie jetzt, Sie haben gesagt, da ist nochmal jemand, der auch da im Bereich Shanghai ist. Gibt es eigentlich viele außerhalb von Shanghai Saarländer, wo Sie jetzt schon Destinations festgestellt haben, dass die über China verteilt sind? Ist das dann spannend, zuerst auch mal alle Saarländer, so egal wo sie sitzen, in China zu vernetzen und dann das Netzwerk nochmal in verschiedene Branchen auszuräumen? Ich glaube, jede Branche ist ja für sich auch nochmal etwas geschlossen und auch mit dem Tagesstress, den man hat. Wie sieht es da aus, Herr Arzt? Ja, also neben den Saarlandbüros, die wir ja heute besprechen, neben diesen virtuellen Saarlandbüros haben wir auch noch unsere Initiative der Saarlandbotschafter. Und da haben wir zwei Saarlandbotschafter. Der Herr Legner hat vorhin, der Weber ja schon angesprochen, Peter Legner in Shanghai und auch der Bernd Josef Leistenschneider, auch ein Saarlandbotschafter.
in Shanghai, die beides für verschiedene Firmen arbeiten. Und die haben eigentlich schon auch mal, ich sag mal, ihren Beitrag geleistet, indem sie hier im Saarland mit uns, mit unserer Stiftung hier auf dem Gelände bei uns einen Workshop veranstaltet haben für saarländische Unternehmen mit dem Fokus, was muss man beachten, wenn man jetzt nach China will oder dorthin exportiert. Und insoweit haben wir schon vor einigen Jahren mit der Initiative der Saarlandbotschafter dort unseren Anfang gemacht. Aber in der Tat, jetzt ist es eigentlich mit diesen Saarlandbüros, die wir ja jetzt blockieren, stellen wir uns die Aufgabe, dass wir möglichst viele in unser Netzwerk bekommen. Und wenn das der Fall ist, und dann können wir überlegen, wie können wir denn auch so ein bisschen die Wirtschaft einteilen, welche wirtschaftlichen Cluster gibt es denn da und vielleicht welche Bedürfnisse gibt es auf der einen Seite jetzt in China, auf der anderen Seite im Saarland. Und wenn man diese Wirtschaftscluster jeweils identifiziert und dann überlegt, wie kann man die matchen. Also beispielsweise gibt es Dienstleistungen, die hier im Saarland nachgefragt werden, die da China anbietet und umgekehrt natürlich auch. Also das ist eigentlich jetzt für die Zukunft gedacht, dass wir, wenn das Netzwerk größer und stärker ist, dann diese Clusterbildung, diese wirtschaftliche Clusterbildung vornehmen. Jetzt mal noch eine Frage, weil wir immer uns so in diesem Bereich Business und Schwenker bewegt haben. Kam es eigentlich denn schon mal vorher, dass jemand zu Ihnen kam aus dem Kulturbereich in seiner kompletten Spanne und hat gesagt, wie sieht es denn aus, Kulturaktivitäten, Kulturtransfer in Richtung China, sei es jetzt Bereich Musik, Schauspiel, egal was es da gibt, oder bildende Kunst. Ist das schon passiert oder sagen Sie, da fehlt dem klassischen Saarländer der Mut, eine solche Anfrage zu stellen? Also da ist es so, dass wir ja auch hier mit den saarländischen Akteuren zusammenarbeiten, die sich mit China beschäftigen. Also der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft hier in Saarbrücken, da ist ja auch eine entsprechende Mitgliedschaft bei uns von der Stiftung vorhanden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir diese, wie wir sagen, ja dann Länderpaten, die hier in Saarbrücken sind, Länderpate China in dem Fall, mal fragen, wie es aussieht mit einem kulturellen Austausch, dann gibt es hier schon einige Akteure, die mir einfallen, die dann Interesse haben, dass man sagt, wie können wir die chinesische Kultur und die saarländische noch stärker verbinden. Also auch da denken wir wieder als Netzwerk hier im Saarland, also welche Institutionen im Saarland gibt es, welche Länderpateninstitutionen oder Einzelpersonen, mit denen wir gemeinsam dieses kulturelle Thema spannen können. Das ist spannend. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal irgendwie oder könnten Sie sich das vorstellen, dass es wirklich auch interessant wäre, über das Thema nachzudenken, saarländische Künstler, zumal im Moment allein schon sprachtechnisch würde sich ja eher Musik als internationale Sprache anbieten oder bildende Künstler. Sehen Sie da irgendwo Bedarfe in Shanghai, wenn Sie jetzt so in Ihren Netzwerken oder mit Menschen unterwegs sind, ist das Interesse da groß oder treffen Sie da weniger auf die kulturaffinen, deutschkulturaffinen Menschen? Also für den geneigten Zuschauer unserer Übertragung hier aus dem Kulturbereich möchte ich mich als Ansprechpartner für Anfragen für das Kulturelle anbieten. Da würde ich mich sogar eher zu Hause fühlen als in dem Bereich Business. Mein Examen damals habe ich im Bereich chinesische Kultur und Philosophie geschrieben. Also ich bin kommt man da aus der Ecke und jetzt ein Angebot hier für den Suzhou. Da gibt es persönliche Kontakte zum Philharmonischen Orchester von Suzhou. Also wenn wir jetzt mit unserem Interview Hörer aus dem kulturellen Bereich haben, biete ich mich an,
ansprechbar durch was man hier erreichen kann. Das ist gut. Da wird es jetzt bestimmt den einen oder anderen Mutigen geben, der Sie gerne nach Mitternacht anruft, weil dann gerade im Kulturcafé in Saarbrücken die Latte Macchiato so gut schmeckt, für ein solches Projekt anzugehen. Herr Brocker, wie sehen Sie das? Sind Sie da auch kulturaffin? Sehen Sie das auch als gutes Mittel, Netzwerke aufzubauen? Oder sagen Sie, das überlassen Sie doch lieber dem Herrn Weber? Ja, ich denke, wir haben alle unsere Spezialitäten und da denke ich, ist der Herr Weber aufgrund seiner Historie in ihrem Studium besser aufgehoben. Selbstverständlich besuche ich hier in Shanghai auch manchmal die Oper oder ein klassisches Konzert. Das ist natürlich auch immer schön. Es gibt auch sehr viele Kulturprojekte hier, wo man chinesisches Zeichnen und sowas kennt. Und ich hatte auch zum chinesischen Club in Saarbrücken damals, als ich in Deutschland noch wohnte, im Saarland wohnte, noch Kontakt. Und da hatten wir auch sehr etliche Vernissagen zusammen gemacht. Also ich bin eher der gelegentlich mal zuschaut und weniger organisiert in der Richtung. Okay, dann sagen wir doch alle hier nach oben, nicht da, nee, da. Ja, alle zeigen auf Herrn Weber. Da geht es hin. Obwohl für Ihre Branche, ein Skandinavier hat auch mal eine Symphonie geschrieben für 25 Motorräder. Und das ist auch wirklich mal im Rahmen der Musikfestspiele in Saarbrücken aufgeführt worden. Es war laut. Es war laut. Also dahingehend vielleicht sollten wir dann mal für 30 Teslas, weil die so schön leise sind, auch eine Symphonie denn schreiben, aber jetzt alles, weil ich finde ja, oftmals ist ja so der richtig gute Einstieg, um zueinander zu finden, eigentlich nicht Kultur. Sie sagen es ja selber, also wenn Sie auch in Shanghai jetzt eine chinesische Oper oder so besuchen, mit was wir Deutschen ja eigentlich nie konfrontiert werden, ja, mit chinesischen Opern, das ist ja doch, glaube ich, auch immer gut, Menschen ihre Denkweise, ihre kulturelle Sozialisierung eigentlich auch kennenzulernen, ja, um zu sehen, wie tickt da jemand. Ja, man muss sie ja nicht direkt mit Wagner schocken und den Ring 13 Stunden lang aufführen. Das wäre dann die andere Alternative. Meine Herren, was gibt's denn jetzt noch, da wir jetzt uns schon bald Richtung der Stunde bewegen und wir eigentlich ja gesagt haben, unsere Let's Talk-Geschichten zum Thema Saarland wollen wir immer so eine Stunde machen und das ist alles so spannend. Ich glaube, wir hätten jetzt noch 2-3 Stunden, die wir miteinander verbringen könnten. Vielleicht sollten wir auch mal einen Bastelkurs mit dem Balkonschwenker online machen, das wäre bestimmt ein großer, Sie müssen mir ein Bild schicken, ich muss ihn unbedingt mal sehen. Highlight. Kein Problem. Okay, Sie haben meine Mailadresse, ne? Das ist ja dann relativ einfach. Ich. Okay. Aber dann bleibe ich gerade mal bei Ihnen, Herr Borger. Was wären denn jetzt so Ihre Wünsche, was sich die nächste Zeit bewegen oder tun könnte? Weil es ist ja schon mal beachtenswert, Sie beide sind ja in einem vollen Brot- und Lohnjob. Das heißt, man hat ja eigentlich schon zig Stunden am Tag, die weg sind. Wenn man sich dann noch ein paar Stunden ehrenamtlich mit dem anderen Thema befasst, was ja hochlöblich ist. Sie könnten ja auch einfach auf Ihrem Balkon liegen und die Füße aufs Geländer legen. Ist auch eine nette Variante. Was wären denn jetzt so die Dinge, wo Sie sagen, das würden wir uns jetzt noch an Unterstützung, an Möglichkeiten wünschen oder das wären so die Leute, wo wir uns freuen würden, wenn die uns jetzt kontaktieren würden? Haben Sie da schon jetzt irgend so bauchgefühlmäßig, Herr Porger, was Ihnen da auf der Zunge liegt? Also ich würde grundsätzlich gerne mal anfangen, dass wir hier wirklich sammeln, dass wir mal schauen, wie viele Saarländer wirklich hier sind, um die Zahl von 150 zu validieren. Und dementsprechend auch mal regelmäßige Termine zusammen veranstalten. Und es ist immer sehr interessant, wenn man so in deutschen Gruppen oder so zusammenkommt, was für eine Vielfalt an Firmen und sowas zusammenkommt. Und die Gesprächsthemen sind immer wahnsinnig interessant. Der Abend ist meistens nie lang genug, damit man sich über alles unterhalten kann. Und das ist ja so der erste Punkt, dass man wirklich mal sammelt, welche Saarländer
Saarländerinnen oder Saarländer sind hier, in welchen Bereichen arbeiten die. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir mit Unterstützung von diesen Firmen auch mal es gibt hier verschiedene Essen-Food-Events, wo dann halt aus allen Herren Ländern Essen vorbereitet wird, dass wir da auch mal mit dem Schwenker drinstehen und das Saarland repräsentieren oder sowas. Oder dass man sich einen Stand mietet und halt in der Richtung mal anfängt. Erst die kulinarische Sache. Da ist der Chinese ja dem Saarländer sehr, sehr ähnlich. Also im Saarland sagen wir ja, Hauptsache gut Geld geschafft haben wir schnell. Und der Chinese ist da sogar noch ein bisschen essensaffiner. Also wenn es 12 Uhr klingelt, wird alles fallen gelassen und zum Lunch gerannt. Und Essen ist hier, wenn man nicht atmen müsste, wäre Essen wirklich das Wichtigste hier. Und von daher sind wir im Saarland sehr nahe und ich denke, dass wir da auch sehr gute Parallelen finden können. Ja, aber da haben Sie ja immerhin, wir können Sie ja immer noch jedem erzählen, dass wir die höchste Dichte an Sterneköche in ganz Deutschland haben. Und übrigens, unser Sternekochbau mit 3 Sternen hat ja in seinem Restaurant diese Kombination deutsche Sterneküche mit japanischer Küche eigentlich sehr stark etabliert und ausgeprägt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das geändert hat. Vielleicht könnten wir dann irgendwann mal ein Event machen, um denn zu sagen, was wären denn die chinesischen Varianten in seiner 3-Sterne-Küche. Also er liebt diese asiatische Küche denn generell und das für einen 3-Sterne-Koch. Und das hat er jetzt schon ewig in Perlborg, da neben Victors Residenz, da habe ich auch mal einen Werbeblock rausgehauen, falls Sie nachher noch Lust haben, in ein 3-Sterne-Restaurant zu fahren. Aber ja, ist wenn das wir ein guter zurück ins Saarland kommen, wenn wir zurück ins Saarland kommen zum Heimaturlaub, sind wir natürlich gerne bereit, mit Herrn Harz dort mal zu residieren und da mal eine Wertung abzugeben und Informationen mit nach China zu nehmen. Gut, Herr Harz, Sie wissen, Sie fangen an zu sparen jetzt. Ja, also ich würde sagen, wir fangen mal klein an und essen uns dann hoch, und damit wir das auch finanziell stemmen können. Ja. Gut, also ich kenne in Riegelsberg. Ja, ich kenne in Riegelsberg gut die Rostwurstbude. Da können wir ja dann schon mal gemeinsam anfangen. Ja. Jetzt weiß ich, der Herr Weber ist gebürtig in St. Louis. Was ist denn Ihre Ecke, Herr Porger? Ich komme aus Neuweiler. Das ist Sulzbach, Neuweiler, St. Ingbert, die Ecke. Da. Gut, da sind wir ja schon wieder international aufgestellt. Ihr Wunschpaket. Ja. Ich bin eigentlich gebürtiger Nankeier, wohne aber jetzt schon 17 Jahre in Saarbrücken, also schon assimiliert. Ja. Herr Weber, Ihre Wunschpalette. Herr Porger hat es schon richtig genannt. Das eine ist das Fühlerausstrecken nach anderen Saarländern hier in China. Und der zweite Wunsch ist die Fühlerausstrecken ins Saarland. Also wenn Sie uns jetzt sehen im Saarland und wie auch immer geartetes Interesse an China haben, dann schreiben Sie uns über die Webseite von Herrn Harz, über die SH Foundation, FAS Foundation. Stellen Sie uns Ihre Fragen. Oder hinterlassen Sie einfach nur Ihre Visitenkarte, dass für den Fall der Fälle wir Sie erreichen können. Was auch immer Ihr Thema ist, Hauptsache es hat mit dem Saarland und mit China zu tun, lassen Sie von sich hören. Das ist ein toller Aufruf. Ah, jetzt haben Sie auch noch einen Wunsch, außer dass Sie jetzt für den Herrn Bau sparen müssen. Ja, also mein Wunsch ist eigentlich bei jedem Saarlandbüro und natürlich auch in Suzhou, dass ich sag mal, so langsam Ideen entwickelt werden, was wir heute auch schon gemacht haben. Insoweit ist schon da ein Teil meines Wunsches erfüllt. Das freut mich. Und dass wir dann Aktivitäten haben, über die wir berichten können. Und diese Aktivitäten, die hängen stark ab von dem, was dann vielleicht auch die Saarländer, wie es der Herr Weber gerade gesagt hat, fragen. Und das kann man dann gemeinsam entwickeln. Und das ist eigentlich die zentrale Überlegung auch unserer Stiftung, durch die Aktivitäten der Saarländer und Saarlandfreunde, jetzt in dem Fall in Suzhou, entwickeln sich Ideen und die Ideen entwickeln sich eventuell zu Projekten,
wenn sich entsprechend viele dafür stark machen und darüber zu berichten und dann andere dafür zu begeistern. Das ist so mein Wunsch für die nächste Zeit für das Saarlandbüro. Das ist doch toll, alles erfüllbar. Dann würde ich sagen, meine Herren, ich bedanke mich jetzt schon mal für das tolle Gespräch. Vor allen Dingen, wie wir Saarländer sagen, dass Sie mitten in der Nacht ja, sich bereit erklärt haben, mit uns jetzt den Talk hier zu machen. Ich finde das toll, dass Sie sich so engagieren wollen. Es macht unheimlich Spaß, mit Ihnen beiden zu plaudern. Schade, dass ich nicht einfach mal zum Schwenken vorbeikommen kann. Das ist jetzt dann doch ein bisschen problematisch, weil mein E-Roller schafft nur 30 Kilometer. Dahingehend ist das Projekt schon mal eingestellt. Ich würde sagen, so 4 bis 6 Monaten unterhalten wir uns nochmal, um einfach zu sehen, was bis dahin passiert ist, was so alles abgeht. Bleiben Sie uns lange erhalten und ich hoffe, dass viele das jetzt hier gesehen haben und einfach sagen, Deivel nochmal, lasst uns was gemeinsam mit diesen beiden charmanten Aktivisten des saarländischen Övres umsetzen. Und vielleicht werden viele schöne, spannende Projekte draus. Und wir werden dann jetzt so enden, wie wir begonnen haben. Aber Sie bleiben bitte alle noch liebevoll in der Leitung. Ansonsten bis dann zum nächsten Talk. In diesem Sinne, man streamt sich.